Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Penumbra Overture. Jetzt endlich sind wir da. Es tut mir nochmal natürlich wieder sehr leid, dass jetzt in den letzten paar Tagen gar keine Folgen kamen von Penumbra. Es waren jetzt schon wieder ein paar Wochen, glaube ich. Aber jetzt geht es natürlich wieder regelmäßig weiter mit dem Rätsel. Spaß und ja. Wir gucken dann mal, wo wir gerade sind. Stimmt, wir waren hier bei diesem Kackfunkgerät und ich weiß aber nicht, was diese Zeichen bedeuten, die hier immer kommen. Diese komischen Piepsgeräusche, aber die sind immer dieselben. Ich habe mal ein bisschen aufgepasst. Das sind immer dieselben nach einer Zeit und ich habe einfach keine Ahnung, was wir tun müssen. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist den Generator wieder anschmeißen. Aber wie das irgendwie funktioniert... Oh. Notfallhinweis, bla bla. Bla. Morsezeichen? Ne. Sind das diese Zeichen für die... Oh, ich glaube, ich habe es voll geschafft, Alter. Passt mal auf. Ich glaube, wenn wir jetzt zurückgehen, ich glaube, diese Piepsgeräusche, das zeigt uns, diese, ach, hab ich sogar schon mal was von gehört, von diesem Morsezeichen. So. Wo ist das denn bei Notizen? Wie soll ich denn das machen? Okay. Eine 5. Was? Was? Das sind, ist wohl ein Code wahrscheinlich. Warte mal, pass mal auf jetzt. Ich muss, mir das merken. Das ist eine 5, okay. Das ist eine 7. Das ist eine 3. Und was war das denn jetzt? Warte mal. Ich bin mir... Pass mal auf, diese... ja, 5 Punkte. 7, genau. 3. Okay. Was? 3 Striche und 2... Eine 8. Ah, 5, 7, 3, 8. Ja, was ist das jetzt? So, ich habe keine Ahnung, was diese 5, 7 und 3, 8 steht. Keine Ahnung. Aber ich werde froh, dass wir ein Stückchen weiter sind. 5, 7, 3, 8, Alter. Ich muss mir das merken, ich habe jetzt hier keinen Stift gerade zur Hand. Ach nee. Hier unten ist fast alles alte, verfallen, bin ich mir zu. Ach, stimmt. Ja, toll. Also bringt uns dieser Code erstmal gar nichts, weil wir... also diese 5, 7, 3, 8, ich hoffe, ich merke mir das. Weil das bringt uns gar nichts bis jetzt, weil wir keinen Strom immer noch haben. Und dazu müssen wir diesen komischen Scheißgenerator anschmeißen. Und ich weiß nicht wie. Da ist so eine Kiste drin mit einer Batterie. Dafür brauchen wir spezielles Werkzeug, um es zu öffnen. Weißt du, pass auf. Auf der Seite ist ein Batteriesymbol, bla bla bla, ohne eine spezielle. Ja, aber was willst du denn überhaupt machen? Und für was ist eigentlich dieses Kackloch da? Alter. Meint ihr? Alter, wenn das jetzt funktioniert, Alter, wenn. Ach du Kacke. Oh, war ich blöd. War doch. Ah, ich muss das Ding da runterschmeißen, dann öffnet sich die Truhe. Alter. Oh mein Gott. Hier tatsächlich. Ihr seid ja echt blöd. Schreibt dahin, ich brauche ein spezielles Werkzeug. Dann glaube ich, wir müssen einen Bunsenbrenner oder was auch immer finden, um das aufzuschweißen. Keine Ahnung. Aber nein, wir müssen ein verkacktes Loch runterschmeißen. Das ist natürlich auch normal. Okay, und die muss jetzt hier rein, glaube ich. Da. Okay, die Batterie ist angeschlossen, der Startmotor scheint einsatzbereit zu sein, dann wollen wir mal. Ach, jetzt bin ich gespannt. Eine Nachricht? Irgendwas stimmt nicht mit dem Startmotor, ich muss ihn reparieren. Yay. Oh. Ja, eine Sicherung hat's rausgehauen. Funktioniert hier unten gar nichts mehr? Oh ja, stimmt, die haben wir ja auch aufgesammelt, die Sicherung. Perfekt. Das sollte funktionieren, vorausgesehen. Okay, dann probieren wir es gleich nochmal. Was denn? Ach komm. Ach stimmt, ja, das war... Ach, warte mal, habe ich noch diese Notiz? Alter, bitte lass mich diese Notiz nochmal. Betriebsanleitung. Ich komme weiter, ey. Okay, okay, okay. Richten Sie den sekundären Kreislauf durch Drehen des Ventils ein. Sekundär. Ist ja wohl der hier. Wegen der 2.
So, das ist ja eine 2, eine römische 2, wenn man genau hinguckt. Oder? Ja, wenn hier eine römische 1 ist, dann wird das eine römische 2 sein. Das wird alles schon so stimmen. Wie komme ich jetzt nochmal in die Notizen, genau. Okay, aktivieren Sie das Kühlsystem, um einer Überhitzung vorzubeugen. Kühlsystem. Ist das vielleicht... Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Ja. Das könnte ein Symbol für Schmiermittel sein. Ach so, okay. Ein Symbol für Wasser. Ja, ich glaube mal dann, dass das Wasser das sein wird, weil ja Wasser wird ja oft zum Kühlen benutzt. Halt. Blablabla. Lassen Sie so lange überschüssigen Dampf... Ah! Dampf ab. Mhm. Das ist ja wohl dann Dampf. Wenn das Wasser ist, ist das Dampf. Ich dachte, das sind Schlangen, aber... Hm. Okay, N, genau. Das ist eine Steuerung. Ja, auf Notizen. Lassen Sie blablabla. Kontrollieren Sie den Schmiermittelstand. Ah, okay. Und dann richten Sie den primären Kreislauf ein. Okay, Schmiermittelstand ist gecheckt. Und primärer Kreislauf ist auch gecheckt. Und jetzt gucken wir mal, ob das alles funktioniert hat. Hoffentlich. Haha. Gott, hab ich mich... Uiuiui. Krass, wir haben Strom. Alter. Gott, hab ich mich... Ich freu mich. Ich freu mich total. Okay, okay, okay. Ja, und jetzt müsste das Tor aufgehen, hinter dem natürlich wieder der Wolf wartet, der uns so lieb hat. Ach ja. War klar, echt, dass wir jetzt... Da läuft er ja. Alles klar, okay. Hallo? Hallo? Kannst du mich hören? Hoffentlich funktionieren deine Ohren besser als deine Zunge, sodass du meine Worte hören kannst. Du hast das Licht am Anfang, in der Mitte und am Ende des Tunnels eingeschaltet, aber einiges bleibt dennoch im Dunkeln. Meine Morse-Nachricht hat dir hoffentlich weitergeholfen. Was du jetzt brauchst, ist jenseits des Lochs in der Mauer rechts vom Zaun. Geh jetzt, für Erklärung ist keine Zeit. Zeit gehört genau genommen zu den wenigen Dingen, die es hier unten im Überfluss gibt. Aber Überraschungen sollte man sich nicht durch übermäßige Neugier verderben. Ach shit, der hat ja gesagt, rechts vom Zaun. Oh Gott, ich Idiot. Was, wer ist denn das überhaupt? Ah, fuck, rechts vom Zaun. Ich gehe da nicht mehr raus, ey. Ah, rechts vom Zaun. Ja. Ach, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Wir müssen eine kleine Abbrucharbeit durchführen. Ah, oh, komm, ich erschrocken. Eines Tages begegnen können. Wir brauchen ein großes, erdfressendes, metallenes Ungeheuer. Und dieses Ungeheuer dürste es nach dem Saft jenes Ortes, an dem Dinge gelagert werden. Ich kann dem Typen nicht zuhören. Ach, die Lücken in meinem Gedächtnis werden immer größer. Ins Allerheiligste des Aufbewahrungsortes kannst du nicht gelangen. Der Zugang ist versperrt. Pinsch, das matschige Zeug zwischen meinen Ohren wird immer matschiger. Ich bin vielleicht nicht vollkommen, aber meine Worte sind weise und klug. Verflucht, so sehr ich mich auch bemühe. Du glaubst dennoch bestimmt, dass ich dich täusche. Unser felsiges Grab erstreckt sich, so weit mein Auge reicht. Und dennoch lehnst du meine Hilfe mit Verachtung ab. Hoffentlich leitet dich dein verdrehter Moralsinn besser als ich. Denn das ist nun alles, was dir noch bleibt. So ein Psycho aber auch. Okay, was ist das? Der Stein sieht beinahe so, als ob er sich wie der Rest dieses Ortes hingefallen. Ja. Verzeihung. Manchmal gleichen meine Emotionen einem ungehorsamen Haustier, das sich im eigenen Dreck wälzt. Eines ist sicher, wir sind beide nicht in Sicherheit. Von einer nahegelegenen feuchten Höhle aus führt ein Tunnel zum Ort der Aufbewahrung. Nimm den zweiten Gang rechts nach der verschlossenen Tür und du wirst finden, wonach du suchst. Ja, und was ist das, bitte? Ich weiß nämlich nicht, wonach ich suche. So, was ist das denn? Aus dem Feuchten noch da oben kommt ein Windzug, alles in diesem kleinen und im Gegenteil. Alles klar. Cool, dann schieben wir doch gerade dann mal hier die Kiste hin. Komm, da kommen wir niemals hoch, nicht mal mit Kiste. Pass mal auf. Nein. Ah, müssen wir da die. Ah, pass mal auf. Dann nehmen wir uns die Leiter und haken die da ein, wenn das funktioniert. Yes! Ja, okay. Dann ab und einmal neu. Uah, Mist. Wartet mal. Machen wir nochmal. Ne, das funktioniert nicht, ne?
Ah, vielleicht müssen wir ja auch zwei Kisten benutzen. Da wir die nicht tragen können, müssen wir die wohl da hoch schieben. Lass mich das mal ausprobieren. Tralalalalala. Komm jetzt hier. Hopp, hopp, hopp. Okay. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Alles klar, alles klar, alles klar. Bitte bleib da liegen. Okay. Und kommen wir so hin? Nein, aber vielleicht im Springen. Oh. Nein, nein. Oh, okay. Alles cool, alles cool. Alles cool. Wir leben noch. Oh, fuck. Ah. Boah, was ist das denn für ein Geräusch? Boah. Ich hoffe, die stammen von einem Tier. Ich habe da so meine Zweifel. Ich muss hier raus. Da hast du ganz recht. Wieso ist die gerade die Musik so? Ich mag keine spannende Musik. Lass mich raus. Nein, er braucht eine Öllampe. Hochentzündlich. Ja? Was? Was? Eine scheiß Spinne? Willst du mich verarschen? Nein! Alter. Ihr seid doch beschissen, ey. Eine Spinne? Alter. Lass mich raus. Wunderschöne Gedärme sind nicht von Menschen, alles klar. Beruhigt mich. Raus, raus. Eine Spinne, ich glaube es nicht. Die war riesig. Okay, okay. Weg mit dir, du war. Ja, ich hab's doch gewusst. Ja, ja. Jetzt dürftest du in der feuchten Höhle vergangener Gespräche sein. Über dir befindet sich ein Tunnel zu zukünftigen Zeiten. Dort solltest du nicht neugierig, sondern vorsichtig sein. Über die Katze habe ich schon gesprochen. Und mich zu wiederholen erscheint mir sinn- und zwecklos. Diese Tunnel sind von Spinnen bewohnt, die menschliche Flüssigkeiten aussaugen. Also berühre die Wände nicht. Sie sind so zerbrechlich wie Porzellan unter den Füßen eines Elefanten. Mhm. Oh, komm bitte beeil dich. Wie ich das jetzt mit der Axt wusste, weiß ich selber nicht. Das war so ein spontan. Aua! Plan, renn, verdammte Kacke, Spinnen sind hinter dir, die sind groß! Ich hasse dieses Spiel, Alter. Hui. Okay. Aber. Alter. Ja, und ihr bleibt hoffentlich da oben. In diesem Raum müsste in dem weißen Kästchen mit rotem Kreuz Insektenschutzmittel sein. Nur für den Fall, dass die Spinnen an deinem Fleisch Geschmack fanden. Woher ich weiß, dass du Blut verlierst? Weil Red dich hereingelegt hat. Der Tunnel mit den Spinnen war kein notwendiges Übel, sondern vielmehr eine verdiente Strafe. Du hast geglaubt, mein Verstand sei durch die Zeit zerrüttet und diese Achtbeiner waren die ausgleichende Gerechtigkeit. Nach dieser Feuertaufe werden wir jetzt hoffentlich gute Freunde. Hol jetzt den Schlüssel und die treibende Flüssigkeit und suche einen Weg zum Bergwerksungeheuer. So ein Penner, Alter. Große Schlüssel, ein Fahrzeugschlüssel. Okay, dann passt er da nicht rein. Dann gucken wir doch nochmal Notizen an. Blödsinn, dann gucken wir mal, wir sind nicht einer. Red hat von einem Schlüssel und von Saft gesprochen. Ah, Saft, dann wohl Strom oder Benzin, wenn wir schon Schlüssel haben, vielleicht dann auch Benzin. Axt, ich brauche dich, glaube ich. Na klar, und wo kommen wir hier hin? Allei, huiuiui. Muss aber sowieso sagen, dass immer Rätsel und Horror, finde ich, immer passt immer am besten zusammen. Das ist auch bei Amnesia schon so gewesen. Du kannst mich übrigens Red nennen. Das ist zwar nicht mein richtiger Name, aber ein Name ist ja wie ein Kleidungsstück. Wird er vom Richtigen getragen, passt er. Ah, das ist jetzt nur hier der Weg, den wir vorhin da gelaufen sind mit den vielen Wölfen. Okay, nein. Also da sind wir quasi hergekommen, ganz, ganz am Anfang. So, hier gibt es ja wohl gar nichts mehr. Cool, außer diesen Lüftungsschacht, aber ich glaube nicht, dass... Lüftungsschacht muss zum Lagerraum. Schaut mir sehr, sehr eng aus. Dort würde ich mich nur äußerst ungern hineinzwingen. Ja, ich auch. Aber ich glaube, das wirst du tun müssen. Oder auch nicht. Ah, doch. Okay. Ja, lass mich schnell hinaus. Oh Mist, da geht's gar nicht. Aber hier. Komm, auf. Auf. Okay. Hopp, raus. Raus. Achso, muss ich die wegschieben? Mhm. Oh, ein neues Rätsel. Toll.